Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute in meinem Review geht es um dieses gute Stück hier. Die FabAmps STF-12 Schrotflinte aus dem Hause Boom Manufacture. Gefertigt von der Firma Zümer. Haben wir hier einen 1:1 Nachbau mit allen Markings, Vollmetallbauweise, satte 3,8 Kilo. Nur 100 Gramm schwerer als das Original. Macht einen absolut soliden Eindruck zu einem absolut fairen Preis. Ich würde sagen, ich rede nicht mehr so lange. Intro ab und los geht's. Intro ist durch, da bin ich wieder. Ja, heute schauen wir uns dieses Schmuckstück an. Die FabAmps STS-12 Vorderschaft Flinte aus dem Hause Bo Manufacture. Obwohl, ich lüge, denn das, was ich jetzt hier in den Händen halte, ist nicht das, was wir uns eigentlich heute anschauen. Das ist das Vorgängermodell, gefertigt von der Firma VFC. Ich fange mit diesem Modell ganz kurz an, damit ihr nachher zum Ende des Review wisst, warum ich so begeistert bin von der Variante, die sich jetzt hier in diesem Karton befindet. 2018 stellte VFC in Zusammenarbeit mit Boom Manufacture hier diese FabAmps Flinte vor auf der IWA. Verkaufsstart damals mit Gastank, mit CO2-Tank, in Asien so um die 300 Euro. Es hatte mehrere Jahre gedauert. Ja, 2022 war es soweit, dass hier diese Flinte endlich nach Deutschland kam, importiert von GSG. Diesen Import hat sich GSG schön bezahlen lassen, denn der Verkaufspreis von diesem guten Stück lag damals über 600 Euro. Über 600 Euro für eine Gasschrotflinte von der Firma VFC. Dass das hier wie Blei in den Regalen lag, war natürlich klar. Keiner kaufte dieses Teil. Und von daher gingen die Preise runter. 580 gab es dann den ersten Schnapper, ja, wo ich dann zugeschlagen hatte. Und irgendwann ging das immer weiter runter bis zum Schluss von 480 Euro. Die Shops wollten einfach diese Flinte loswerden, weil keiner sie gekauft hat. Ja, im Endeffekt hat es sich gelohnt, dieser Kauf. Also rein optisch auf jeden Fall. Ihr wisst, VFC ist total detailverliebt. Wir haben hier alle Markings an Bord. Die ganze Flinte ist absolut wertig gebaut, fässt sich fantastisch an, hat einen coolen Sound, ja. Hat das Tokyo Marui System. Aber, und jetzt kommt's, VFC kann wirklich keine Vorderschaft Repetierflinten bauen. Ihr Geschäft ist GBB Gas Blowback Gewehre, aber Schrotflinten können sie wirklich nicht. Bei mir war gleich, ja, nach ein paar Monaten ist bei mir hier dieser Ejector-Knopf kaputt gegangen, dass die Hülsen rauskommen, das ist gebrochen, das Nozzle intern ist gebrochen, intern ist viel, viel Kunststoff verbaut. Von daher ist das jetzt hier eigentlich nur noch ein Wallhanger, denn Ersatzteile bekommt man bei VFC auch nicht. Und das müsst ihr mal im Hinterkopf behalten für den hohen Anschaffungspreis. Ja. So, ich zeige es nochmal rein. Denn jetzt kommen wir eigentlich zu dem absoluten Highlight, was ich hier auf dem Tisch habe. Für alle diejenigen, die wirklich Geduld hatten und das Ding hier nicht gekauft haben, die werden jetzt belohnt mit, ja, mit einer FabAmps STF-12 aus dem Hause Bo Manufacture, aber jetzt gefertigt von der Firma Zümer. Zümer sollte auf jeden Fall jedem bekannt sein. Die haben ja ein Portfolio von Schrotflinten im Sortiment, sei es Federdruckbetrieben, sei es Gasbetrieben. Und die haben ja das Tokyo Marui System auch hervorragend kopiert. Das ist zuverlässig, die Dinger sind günstig. Und jetzt, ja, in Zusammenarbeit mit Bofan Manufacture gibt es hier eine voll lizenzierte FabAmps STF-12 mit Gasbetrieb. Auch Vollmetall, alle Lizenzen. Das Ding ist sogar nur 100 Gramm leichter als das Original. 3700 Gramm. Hier, das Baby wiegt ja gerade mal so, ja, 3,1 Kilo. Man merkt das sofort, wenn man das rausholt. Ja, da hat man auf jeden Fall was in der Hand und auch was absolut Zuverlässiges. So, jetzt denkt ihr euch, da muss ich ja schon wieder so viel Kohle ausgeben für so eine Flinte. Das Ding kostet nur 200
98 Euro. Absolut unglaublich. Das ist ein richtiger Schnapper, auf jeden Fall ein totaler Schnapper gegenüber hier von VfC. Und das Ding ist auch noch Schrott. Hier habt ihr was für den Preis, was absolut zuverlässig ist. Kann es sein, dass ich jetzt schon wieder am Ende des Reviews bin und eigentlich mehr am Anfang und wieder alles total chaotisch mache? Ihr kennt mich, seid mir verzeiht, was ich hier so mache. Wir starten jetzt erstmal. Großen Dank geht erstmal raus an die Firma Sniper S, die mir hier diese Flitte für das Review zur Verfügung gestellt haben. Wir schauen uns jetzt mal den Packungsinhalt an. Packung habt ihr ja schon gesehen, sieht so aus und das Tolle ist, genau angelehnt an den Originalkarton, als würdet ihr euch eine echte FabAmps SDF 12 Flinte holen. Schwarzer Karton, hier mit diesem blauen Element, hier mit diesen schwarzen Schrägen, was zu dem Design nachgebildet ist, hier von dem Kühlungssystem von der Flinte, zeige ich euch nachher. Dann die SDF 12 FabAmps Professional, das Einzige, was darauf hinweist, dass es hier keine Real Steel ist, das ist hier. Hier steht Bo Manufacture drauf. So, dann holen wir mal das gute Stück raus, gucken uns mal den Packungsinhalt an. Die Flinte gibt es selber in Schwarz, in OD, Grün oder in Tan. Ich habe sie mir in Schwarz liefern lassen, weil ich finde das optisch einfach nochmal für mich persönlich am besten. Ja, verpackt in Schaumstoff gebettet, damit das hier nicht kaputt geht auf dem Transport. Nehme ich das mal zur Seite. Dann haben wir hier eine Anleitung, auch ganz interessant, das zeige ich euch mal rein. In verschiedenen Sprachen, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch ist nicht dabei, müsste also ein bisschen blättern, aber da stehen eigentlich auch keine groß spannenden Sachen dabei. Das Einzige, was ich hier sehr spannend finde, ist hier diese Seite. Die zeigt wohl so einen kleinen Ausblick, was Bo Manufacture in der Zukunft noch alles bringen möchte. Von der ganz kurzen Variante bis zur fetten 22 Zoll Variante ist da alles dabei, mit Door Breacher oder ohne Door Breacher. Also ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Auf jeden Fall bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich mir vorstellen, dass Bo Manufacture hier auf jeden Fall nochmal nachlegt. Denn das Ding wird nicht wie Blei in den Regalen liegen. Auch es liegt jetzt auch nicht wie Blei in dem Karton. Ich hole es gleich mal raus. Wir schauen uns aber nochmal den Lieferumfang an. Ist im Vergleich zu VfC auch sehr üppig. Statt nur einer Shell bekommen wir hier von Bo Manufacture drei Shells, einen Speedloader, einen Reinigungsstab und natürlich, jetzt hole ich sie raus, die FabAmps SDF 12. Ein absoluter Klopper. 3,6 Kilo, also man denkt hier wirklich, man hat hier was Echtes in der Hand. Das fühlt sich so wertig an, so stabil, absolut cool. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt mit der Airsoft hier weiter einsteigen, machen wir noch mal ein paar Real Steel Facts. Ihr zieht euch das rein und dann behaltet mal die Informationen im Kopf, denn man kann sie fast 1:1 auf dieses Airsoft-Modell übertragen. Da ich dieses Real Steel Fact schon damals bei der VfC gemacht habe, bin ich eine kleine faule Sau. Ich kopiere einfach mal den Abschnitt hier rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, fangen wir zunächst an. Firma FabAmps ist ein italienischer Waffenhersteller, der seit Anfang der 1900er Jagdgewehre baut. Auch richtig schöne Jagdgewehre, das ist richtig hochwertig verzierte, wo man auch eine ganze Menge Geld für ausgeben kann. Dann auch sportliche Flinten, Selbstladeflinten, all das in diesem wunderschönen italienischen Design. Mit der SDF 12 ist FabAmps erst sehr spät auf den Markt der taktischen Flinten gestiegen. 2018 kam diese Flinte erst raus. SDF habe ich lange gesucht, was das heißt. Bei Kuma, bei Micha bin ich da drauf gestoßen. Der meint, SDF heißt Special Team Force Kaliber 12. Und da merkt man auch, welchen Sinn und Zweck diese Flinte hat. Also es geht hier in Richtung Militärbehörden, Spezialeinheiten. Dafür wurde diese Flinte gebaut. Sie ist absolut modular aufgebaut und hat natürlich eine große Konkurrenz durch die altbewährten Systeme wie die Mosberg 590, die Remington 870, die Benelli-Systeme, die schon seit vielen Jahren auf dem Markt sind und auch von den Behörden eingesetzt werden. Mit der FabAmps SDF 12 hat man sozusagen aber gleich alles am Start. Man muss also nicht, das Gewehr von Grund auf neu aufbauen, verbessern, damit es halt für das gewisse Einsatzgebiet perfekt funktioniert, sondern die Firma FabAmps Professional
So schimpft sich jetzt die Firma, die die SDF-12 vermarktet, hat hier alles am Start. Es ist eine modulare Flinte. Es gibt es verschiedene Lauflängen zur Verfügung von 11, 14, 18, 20, 22 Zoll. Auch Magazinerweiterungen können in verschiedenen Längen dazu erworben werden. Dann gibt es auch unterschiedliche Schaftsysteme. Wir haben jetzt hier den Klappschaft, den Festschaft, einen Teleskopschaft, denn das Ganze nur mit Griff, sodass es ganz kurz und kompakt ist. Wir haben auch als besonderes Feature hier eine Top-Rail, die sich ganz schnell per Schwenkmontage entfernen lässt, sodass man hier sozusagen eine Zieloptik wie ein Rotpunkt drauf hat. Und wenn man hier die Flinte nur als Door-Breacher einsetzen will, kann man per Schwenkmontage das einfach schnell abmachen, um die Optik auch zu schützen. Und alleine schon die Mündungsfeuerbremse, zieht euch die mal rein, die ist absolut gewaltig. Beim Schuss geht hier der Gasdruck auf drei Seiten heraus, um so den Rückstoß so ein bisschen zu kontrollieren, damit der Schütze halt ganz schnell seinen nächsten Schuss zielgenau platzieren kann. Und wir haben hier vorne auch die Türbrecherfunktion, diese Zacken, die halt dafür da sind, dass man hier die Flinte in die Tür rammen kann und etwas arretieren kann, sodass beim Schuss die Flinte nicht wegrutscht, sodass sie richtig sauber in der Tür hält. Und wir können das Ganze natürlich auch zum Glasbrechen nehmen in der Notsituation, dass wir hier auch Scheiben mit einschlagen können. Das Besondere hier noch bei der Flinte ist, dass auch der Lauf ganz anders als bei den anderen Systemen aus dem vollen Stahlrohr hergestellt worden ist. Dadurch haben wir auch einen gewissen Präzision. Wir können also mit Schrot und Slug richtig schön sauber schießen. Und wir haben natürlich auch einen höheren Druck, der uns hier zur Verfügung steht. Da hatte ich euch ja bei den Markings gezeigt. Die ist also zertifiziert auf 1630 Bar. Alles kein Problem. Und was ich auch sehr, sehr cool fand, wir haben ja auch einen Hitzeschild mit integriert. Das ist aber am Lauf montiert, sodass wir auch den Lauf wechseln. Ist das alles kein Problem, dass man sich hier nicht die Pfoten verbrennt, auch so beim Betrieb, wenn man hier gegenkommt, ist man hier auch etwas geschützt. Ansonsten gibt es noch so andere kleine Features und Details, die zeige ich euch dann im Laufe, aber von dem Airsoft Review, damit ich da auch noch ein paar Geschichten euch erzählen kann, merkt euch alles, was ich euch jetzt gesagt habe, dann werdet ihr feststellen, warum ich so fasziniert bin von diesem Airsoft-Nachbau. Ja, Kosten so ungefähr 1300, 1500 Euro gibt es auch in Deutschland zu kaufen, diese Flinte, aber nicht in dieser Konstellation, so wie ich sie in der Hand habe, in der Compact Version mit dem Klappschaft und dem großen 11 Zoll Lauf. Ihr müsst hier 18 Zoll Lauf ist Minimum, dann aber auch nicht mit einem Klappschaft, sondern dann eher mit einem festen Schaft oder halt mit einem arretierten Teleskopschaft, den man nicht weiter einfahren kann. Dann sind auch 18 Zoll möglich, ansonsten müsst ihr halt ein bisschen länger gehen. Und das Ganze gibt es auch noch in der frischen FDE-Farbe, falls euch schwarz einfach mal zu langweilig ist. So, ich denke mal, jetzt habe ich euch alles zu der Real Steel erzählt. Machen wir nun weiter mit der Airsoft. Schauen wir uns die Verarbeitung, die Passgenauigkeit an und die Oberflächenbeschaffenheit. Allein erstmal, wo ich die Flinte hier aus dem Karton geholt habe, war ich mega überrascht über das Gewicht. 3,6 Kilo, das fässt sich so solide an, da bekommt man auf jeden Fall richtig viel Gewicht für sein Geld. Im Vergleich zur VFC, die hat glaube ich 3,1 Kilo, fässt sich auch richtig gut an, aber man merkt auf jeden Fall den Unterschied, was das Gewicht angeht. Von den verwendeten Materialien nehmen sich beide nicht viel von außen. Die haben hier viele Aluminiumbauteile, einige Bauteile aus Stahl. Hier, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Die Mündungsbremse hier mit dem Door Breacher, die ist hier bei der Syma aus Stahl gefertigt. Ansonsten alles genauso wie beim VFC. Das weitere Receiver, Kühlrippen, Railschiene, alles aus Aluminium gefertigt. Und wie beim Original, die Kunststoffparts hier auch aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Hier der Klappschaft, der Griff und der Vorderschaft. So, vom Passgenauigkeit, wenn ich hier mal ein bisschen wackel, ja, passiert hier rein gar nichts. Das Einzige, was ein bisschen klappert, wenn ich hier den Schaft mal einklappe, der hat Spiel, ja, merkt er, das klappert hier. Das hat VFC besser gemacht. Ich zeige es mal kurz rein, wenn ich das hier klappe. Allein kann ich nicht so, da muss ich richtig zuhämmern. Hier ist kein
ja, hier passiert hier rein gar nichts. Das hat VfC ein bisschen stabiler gemacht, aber ich denke, damit kann man auf jeden Fall leben. So, Beschichtung, haben wir ein schönes mattes Schwarz, authentisch wie beim Original. Und ich würde sagen, da wir hier ein Lizenzprodukt haben von Bo Manufacture mit allen FedAmps Markings drauf, schauen wir uns die mal etwas genauer an. Bevor wir uns mit den Markings beschäftigen, nochmal ein Hinweis zur Verarbeitungsqualität. Wie ihr sehen könnt, sind sämtliche Markings hier schön tief ins Material geprägt und anschließend beschichtet. Das sieht absolut authentisch aus. Wir haben ein paar Markierungen, die sind nachträglich raufgelasert, aber fangen wir erstmal mit den schönen Markings an, mit den authentischen Markings. Da haben wir einmal oberhalb von der Rail hier den Hinweis, dass wir hier ein Quick Release Rail System haben. Das zeige ich euch dann noch. Dann der Schriftzug FedArms Professional. Dann hier nochmal den Hinweis, was wir hier für Modell haben. Modell SDF 12, das Kaliber 12. Und den Hinweis, dass wir hier auch nochmal die Anleitung lesen sollen. Dann kommen wir zu zwei Markings, die nicht so vorhanden sind beim Original. Und zwar haben wir hier einmal so eine intern vergebene Seriennummer, die ist wieder draufgelasert. Dann haben wir hier nochmal den Hinweis, dass es sich um ein Lizenzprodukt handelt von FedArms Italie mit der Kaliberangabe 6 mm und dem FM5-Eck. Könnte man denken, ja, dann haben wir das ja lizenziert, aber weit gefehlt, zeige ich euch gleich. Und dann haben wir hier, und das finde ich auch ein bisschen komisch, warum Bo Manufacture das gemacht hat, haben wir hier nochmal tief eingepresst ins Material To Open. Das ist ein Hinweis hier für die Airsoft, dass wenn man hier drauf drückt, dass man die Ladeklappe aufkriegt. Das ist beim Original nicht so. Auf der gummierten Schaftkappe sehen wir das FedArms Logo und darunter FedArms Professional. Auf der rechten Seite vom Receiver sehen wir nochmal den Schriftzug FedArms Professional. Darüber Oberpressure Tested 1630 Bar. Heißt, ihr könnt die Flinte mit 1630 Bar benutzen. Aber natürlich nicht die Airsoft, bezieht sich hier auf die Real Steel. Hat also Bo Manufacture absolut fantastisch nachgebildet. Dann haben wir hier nochmal am Hülsenauswurffenster die Kennzeichnung SDF 12. Und hier, ja, nochmal einen F, und zwar diesmal das F von der Firma Sniper S, FedArms 215 New Retreat 6 mm mit der PDB-Nummer. Und hier frage ich mich, was soll der Quatsch? Sniper kann nichts dafür, die müssen diese Angaben machen, aber wir haben sie einmal von Bo Manufacture und dann hier jetzt nochmal von Sniper S. Warum ist das so? Finde ich absolut blödsinnig. Und hier auch nochmal den Hinweis, hätte eigentlich Sniper S auch schön dezent hier mal nach unten packen können. Für mich ist das schon viel zu viel weiße Bürokratie-Schrift draufgelasert. Und da sind wir auch schon bei dem nächsten Bürokratie-Teil. Hier haben wir nochmal eine Seriennummer draufgelasert. Bei der von VfC ist hier richtig tief eingepresst nochmal die Seriennummer mit den Löwen von FedArms. Finde ich wesentlich besser als hier dieses draufgelaserte. An der Laderampe sehen wir auch nochmal den Hinweis Made in China. Also für mich gefühlt viel zu viel weiße Schrift. Das muss man auf jeden Fall mit Aluminiumbrünierung nochmal ein bisschen nachschwärzen. Auf der linken Seite, auf dem Kühlkörper, sehen wir wieder etwas, was aufgelasert ist. Aber diesmal darf es aufgelasert sein, denn das ist beim Original auch so. Und da haben wir nochmal den Hinweis FedArms 12,76er Kaliber, dass wir hier den Oberpressure-Test haben mit 1630 Bar. Und dass man nochmal die Anleitung sehen soll. Also von den Markings habt ihr gesehen, viel, viel, viel originalgetreue Markings, schön tief ins Material eingelassen, aber auch viele Markings, die einfach draufgelasert sind, wo ich mir sage, warum muss das sein? Dann haben wir hier eine Seriennummer, da noch unten nochmal eine Seriennummer, dann haben wir hier einen F von Bo Manufacture, nochmal einen F von Sniper S und das, finde ich, muss alles nicht sein. Wenn, dann wirklich ein bisschen dezent. Und warum dieses To Open da auch noch am Ladehebel tief gepresst ist, finde ich auch so ein bisschen merkwürdig. Aber man muss verzeihen, 298 € und es gibt ja Aluminiumbrünierung. Von daher mache ich den Daumen mal so, ja, mal so, so würde ich sagen. Kommen wir zu den technischen Daten. Die blende ich euch hier ein und dann ja, gibt es gleich mal eine kleine Korrektur. Das Teil wiegt hier nicht 3,6 Kilo, sondern 3,8 Kilo, 100 Gramm mehr als das Original. Da habe ich euch Scheiße erzählt, also nochmal besser. Ja, Gesamtlänge haben wir hier 842 mm im ausgeklappten Zustand,
im eingeklappten Zustand 625 mm. Verbaut sind hier drei Innenläufe mit einer Länge von 215 mm. System, ja, Pump Action, Non-Blowback, Gasbetrieb haben wir eine Magazinkapazität von 30 Bibis. Wir können je nach eingestellten System entweder 10 Schuss oder 5 Schuss damit rausschießen. Wir haben eine angegebene Energie von 0,9 Joule. Das sind in ungefähr 316 FPS. Das Ganze werde ich mal versuchen im Chrono nachzustellen. Ist ein bisschen kompliziert, weil mit jedem Schuss immer 3 Bibis durch den Chrono jagen, beziehungsweise 6. Ich bin gespannt, was mein Chrono hier zu dieser SDF 12 sagt. Ja, und danach geht es dann zum Schusstest. Zunächst 3 Schuss. Und jetzt schalte ich um auf 6. Sechs Schuss, Slam Fire. Auf 10 Meter schwer zu treffen, aber es kam was an. So, jetzt mache ich nochmal 3 Schuss mit Slam Fire.
Das war der Chrono- und Schusstest gewesen. Noch kurz zum Schusstest zurück. Ihr habt gesehen, auf 10 Meter kein Problem, egal was ich eingestellt habe. 3 Schuss, 6 Schuss. Die Zielscheibe wurde förmlich durchlöchert und das auch schön konzentriert. Absolut fantastisch. Ihr seht, Flinte ist absolut gemacht für den, ja, für CQB, für nahe Entfernung. Da könnt ihr ordentlich mit abräumen. Dann hat mich interessiert, wie sieht es denn aber auf 30 Meter mit dieser Flinte aus, ja? 3-Schuss-Modus eigentlich auch kein Problem. Da ist immer eine Bibi von den 3 Bibis, die den Lauf verlassen haben, auf die Zielscheibe gekommen. Bei 6-Schuss sah es noch ein bisschen knapper, noch ein bisschen verstreuter aus. Also da sind wir wirklich am Limit angekommen hier von der SDS-12. Aber wie gesagt, dafür ist sie eigentlich nicht gebaut. Aber vielleicht ein schöner Hinweis, dass ihr auch im 3-Schuss-Modus auf 30 Meter noch was treffen könnt. Ja, das war es erstmal so vom Schusstest und vom Chrono. Jetzt gehen wir mal in die Details und Funktionen und ich arbeite mich von vorne bis nach hinten für euch durch. Starten wir mit der absoluten brachialen, gigantischen, riesigen Mündungsbremse. Die hat Zümer authentisch nachgefertigt, sogar aus Stahl. Der Magnet haftet hier, könnt ihr auch abschrauben bei Bedarf, bringt aber nicht viel. Weil das Gewinde, da könnt ihr nichts anderes aufsetzen und auch Tracer und Muzzle Flash Generatoren von Acetech passen hier auch nicht drauf. Das ist geschuldet hier der Magazinverlängerung. Ja, ansonsten authentisch gefertigt hier mit den Öffnungsschlitzen, jeweils 3 gerade, 2 schräg. Das einmal rundherum macht das einen richtig tollen Eindruck. Ja, schauen wir uns hier unten noch die Magazinrohrverlängerung an. Die besteht aus Aluminium, lässt sich abschrauben, ist zweiteilig. Ihr könnt hier den vorderen Teil zum Beispiel abschrauben. Das mache ich mal. Dauert ein bisschen, weil langes Gewinde. So sieht das aus. Und dann könnt ihr hier den Bereich nutzen, um zum Beispiel 2 Reservehülsen reinzupacken. Das Ganze ist gefedert. Im Gegensatz zu, mach das mal so. Im Gegensatz zu VFC, das heißt, wenn ihr das jetzt hier festschraubt, mache ich mal. Ja, klapperten hier nicht die Hülsen. Das war bei VFC absolut nervig. Also falls ihr hier Reserven braucht, könnt ihr sie hier auch ohne Probleme anbringen. Ihr könnt aber die Verlängerung auch komplett abschrauben, also auch diesen Bereich. Das müsst ihr auch machen, wenn ihr zum Beispiel diese Gewehrriemenaufnahme aus Stahl versetzen wollt, von der Seite nach unten oder auf die Seite. Das machen wir mal. Ich schraube das mal ab. So, ich mache es mal nur so ein Stück. Und jetzt habt ihr hier die Gewehrriemenaufnahme lose. Ein bisschen abziehen, einmal drehen, zurück. Dann könnt ihr sie in dieser Position einrasten, sitzt auch richtig fest. Oder noch ein Stück drehen. Und hier so einrasten lassen und dann wieder zuschrauben. Und dann habt ihr den Riemen hier auf der Seite angebracht. Schauen wir uns den Handschutz an. Der ist wie beim Original aus einem richtig schönen, hochwertigen Kunststoff gefertigt. Fässt sich sehr, sehr stabil und fest an hier. Lässt sich nichts eindrücken. Qualitativ absolut hochwertig. Wir haben jeweils auf der linken und auf der rechten Seite hier so eine Daumenauflage. Unterhalb nochmal eine kurze Rail, wo ihr euch Licht- oder Laserdummies anbringen könnt. Auch hier den Handstopper, sodass ihr beim Repetieren nicht nach vorne rutscht mit dem Daumen. Ich halte es mal hier so ran. Ja, fässt sich absolut ergonomisch an. Und hier habt ihr den Daumen schön auf dieser Mulde drauf. Das heißt, wenn ihr in den Genuss kommt, jetzt spreche ich nicht für diejenigen, die aus Deutschland kommen, sondern ja Österreich, Schweiz generell, überall außerhalb der Airsoft-Insel, die hier auch richtige Laser und Licht anbringen können, können hier natürlich perfekt hier den Kontaktschalter noch mit hinzufügen. Gucken wir uns das Hitzeblech an. Das hat Zümer auch perfekt nachempfunden. Da haben wir hier im hinteren Bereich diese schrägen 5 Kühlungsschlitze, im vorderen Bereich die 3, jeweils auf beiden Seiten. Das Ganze besteht hier aus Aluminium. Oberhalb sehen wir die Rail mit der LPA-Visierung und genau wie beim Original können wir hier diese Rail auch abnehmen. Aber ich denke mal, wir schauen uns erstmal die Visierung etwas genauer an. Die Vordervisierung besteht aus Aluminium, ist auf der Rail verschraubt, kann natürlich bei Bedarf auch abgenommen werden und hat wie die Original LPA-Visierung auch hier eine Fiberoptik in Rot. Die hintere Visierung besteht natürlich auch aus Aluminium, lässt sich ebenfalls von der Rail entfernen
und hat genauso wie beim Original auch hier diesen Ghost Ring mit der grünen Fiberoptik. Die lässt sich in der Seite verstellen durch diese Stellschraube hier und auch nochmal in der Höhe. Leider fehlen hier die Justierungskennzeichnungen wie beim Original. Da hat VFC bessere Arbeit gemacht. Ich halte mal die Visierung ein bisschen näher an, damit ihr euch das anschauen könnt, wie das aussieht, wenn ihr hier durchzielt. Dank der grünen und roten Fiberoptik könnt ihr das Ziel richtig schnell erfassen und das natürlich auch, wenn die Lichtverhältnisse nicht so günstig sind. Dank der langen Rail könnt ihr hier natürlich anbringen, alles was euch das Zielen erleichtert. Ich habe hier mal einen Rotpunkt angebracht mit einer großen, weiten Optik, sodass man das Ziel schnell erfassen kann. Das sieht natürlich absolut fantastisch aus. Und was das Tolle ist, genauso wie beim Originalvorbild, können wir hier diese Rail-Schiene auch ganz schnell entfernen. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar müsst ihr hier nur diese Schraube kurz ein bisschen lösen. Nur ein bisschen und dann auf die andere Seite schwenken. Dann könnt ihr die Rail von der rechten Seite abschwenken auf 90 Grad und einfach abziehen. Und dann habt ihr die Rail entfernt. So sieht die Flinte jetzt ohne die Schiene aus. Gibt gleich einen ganz anderen Look, würde ich sagen. Und apropos Look, ihr könnt hiermit dennoch zielen, denn wir haben eine kleine Notvisierung noch mit an Bord. Im vorderen Bereich haben wir hier einen Korn. Das könnt ihr sogar in der Höhe verstellen, wenn ihr hier einen Sechskantschlüssel ansetzt und entsprechend dreht. Die hintere Visierung ist eine Lochkämme, die nochmal unterstützt wird hier durch diese zwei weißen Punkte. Ich versuche das mal hier ins Ziel zu kriegen, damit ihr das so ein bisschen sehen könnt. Und so habt ihr halt auch die Möglichkeit, ohne Rail und ohne Fiberoptik so einigermaßen zu zielen. Obwohl bei einer Flinte ist das auch eigentlich uninteressant. Einfach in die Richtung halten und abdrücken. Auf der rechten Seite sehen wir hier den Verschluss bzw. den Fake-Verschluss aus Aluminium. Wenn ich den Pumpgriff nach hinten bewege, geht der Verschluss auch ein Stückchen nach hinten und gibt hier den Weg frei für das Einstellen des Schussmodus. Wie gesagt, hier könnt ihr einstellen 3 oder 6 Schuss. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Das Einstellen ist ein bisschen schwergängig. Wir sehen hier so einen ganz kleinen Hebel mit der Kennzeichnung 3. Das heißt, jetzt bin ich zurzeit im 6-Schuss-Modus. Wenn ich den 3-Schuss-Modus aktivieren will, muss ich den Hebel Richtung Griff drücken. So, jetzt habe ich den 3-Schuss-Modus und die 6 ist jetzt sichtbar. Wenn ihr eingestellt habt, Fenster wieder zu und ihr seid bereit. Schauen wir uns die Bedienelemente an, sind nicht gerade viel bei so einer Flinte. Zunächst erstmal die Sicherung. Auf der rechten Seite seht ihr hier den Sicherungsknopf. Wenn die Farbe rot zu sehen ist, heißt, ist die Waffe schussbereit. Wir können den Abzug betätigen. Wenn wir den Knopf reindrücken, ist der Abzug blockiert und wir können nicht schießen. Um die Sicherung wieder auszunehmen, müsst ihr auf der anderen Seite nur hier diesen großen dreieckigen Knopf drücken. Den braucht ihr nicht direkt mit dem Finger reindrücken, sondern könnt ihr auch schön bequem mit dem Handrücken reindrücken. Das macht es natürlich alles ein bisschen flexibler und schneller. Am Abzugsbügel befindet sich hier der Entriegelungshebel für den Handschutz. Bei der Airsoft-Variante entriegelt er aber nicht den Handschutz, sondern öffnet die Ladeklappe. Das ist hier diese Zuladerampe, die normalerweise bei der richtigen Schrotflinte dafür sorgt, die Patrone in den Lauf zu schieben. Hier ist es nur eine Klappe. Wenn ich hier drauf drücke, geht die Klappe auf und ich kann jetzt hier so ein Magazin einführen. In ein Magazin passen 30 Schuss. Die werden hier einfach vorne reingedrückt und je nachdem, was ihr hier einstellt, könnt ihr entweder 10 Schuss mit rausschießen oder 5 zum Einsetzen. Einfach hier unten reinmachen, eindrücken, bis es einrastet, Klappe zu und ihr seid bereit. Zum Öffnen genau das gleiche. Einmal draufdrücken, öffnet es, nochmal draufdrücken und bringt die Patrone raus. Ihr könnt das natürlich auch alles gleichzeitig machen. Komplett doll draufdrücken und dann fällt die Patrone raus. Und da sind wir auch schon hinten angekommen am Schaft. Der besteht auch aus hochwertigem Kunststoff, macht einen absolut wertigen Eindruck, hat minimal Spiel im ausgeklappten Zustand. Im hinteren Bereich haben wir hier die Schaftkappe, schön gummiert, genau wie beim Original. Und wie gesagt, man kann das Ganze einklappen. Dazu müsst ihr nur auf der Seite hier den Knopf drücken, umklappen und dann wird der Schaft hier an diesem Pin gehalten. Kurz etwas drücken
und dann rastet das ein. Sitzt nicht so fest wie bei VFC, auch hier haben wir ein bisschen Spiel, lässt sich dafür aber leicht wieder öffnen und wieder in die ausgeklappte Position bringen. Schauen wir uns den Griff an, der besteht aus Kunststoff und beherbergt hier den Gastank. Anders als bei VFC können wir hier den Gastank nicht rausnehmen, der ist fest verbaut, das heißt hier immer Gaspulle ansetzen und auffüllen. Eine Füllung reicht so für 40 bis 50 Schuss. Ja, füllen wir mal ein bisschen Gas ein und dann hören wir uns mal das Klangbild an. Hört sich absolut satt an und das Tolle, wie beim Original, könnt ihr hier auch Slamfire machen, indem ihr den Abzug gedrückt haltet und dann den Vorderschaft repetiert. So könnt ihr ganz schnell Schüsse raushauen und gerade in der Kombination mit dem 6-Schuss-Modus geht das ordentlich ab. Und da sind wir bei den Pro und Contras angekommen. Ja, ich kann eigentlich nur Positives sagen, mir fällt nichts Negatives ein. Vielleicht nur leicht dezent was Negatives, deswegen würde ich das als Neutralpunkt setzen. Aber fangen wir erstmal mit den ganzen Pro-Punkten an. Wir haben hier eine 1:1 gefertigte FabAmps STS-12 Schrotflinte mit einem absolut ordentlichen Gewicht von 3,8 Kilo. Das fässt sich so authentisch an. Absolut genial und auch die Verarbeitungsqualität kann man überhaupt nichts meckern. Das sitzt alles richtig schön, passt genau hier, wackelt und klappert fast gar nichts. Ein bisschen der Handgriff und der Klappschaft, wenn er eingeklappt ist, aber das kann man alles vernachlässigen. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Wir haben hier ein Lizenzprodukt, das heißt, wir haben hier auch alle Markings an Bord und das freut natürlich auch definitiv den Sammler. Durch das Gassystem haben wir eine richtig schöne, ordentliche Leistung. Wir können mit einem Gastank so zwischen 40 und 50 Schuss rausschießen, was auch durchaus ausreichend ist für ein Airsoft-Spiel und danach müsst ihr erst wieder nachtanken. Wir haben das bewährte Tokyo Marui System mit diesen Shotgun Shells mit 30 Schuss, wo ihr halt auch umstellen könnt von 3 Schuss oder 6 Schuss, je nachdem, was euch am meisten Spaß macht. Und jetzt kommen wir eigentlich zum letzten Pro-Punkt, das hätte eigentlich nach oben gehen müssen, das Preis-Leistungs-Verhältnis. 298 Euro für eine voll lizenzierte 3,8 Kilo schwere Vorderschaft Repetierflinte, das macht mich absolut happy, das feiere ich total, finde ich richtig toll und auch der Lieferumfang könnten wir eigentlich unten auch noch mit reinpacken. Wir haben 3 Magazine mit dabei, Speedloader und das halt für 298 Euro, da kann man echt nicht meckern, von daher denke ich mir, war es das Kürzeste, was ich je gesprochen habe zu den Pro und Contras, weil wir haben keine Contras, das Ding gibt definitiv eine Kaufempfehlung und das war eigentlich schon beim Thema. Kommen wir zu meinem persönlichen Fazit und der Kaufempfehlung. Also Boom Manufacturer ist definitiv den richtigen Weg gegangen, diese Schrotflinte nochmal neu aufzulegen in Zusammenarbeit mit Zymer. Hier hat wirklich Boom Manufacturer alles richtig gemacht. Wir haben ein authentisches Gewicht. Wir haben hier alles solide gefertigt aus Metall. Der Pump-Sound macht richtig Spaß. Das System arbeitet zuverlässig. Hier braucht man sich keine Sorgen machen, dass hier irgendwas kaputt geht, weil im Inneren es mehr Metallteile gibt als bei VFC. Da gibt es halt viele Kunststoffteile, die es auch als Ersatzteile nicht mehr gibt. Und für 298 Euro macht ihr hier auch wirklich nichts falsch. Wenn euch die Optik gefällt, dieses moderne, taktische, dann seid ihr auf jeden Fall mit der FabAmps STF-12 total gut bedient. Und ihr habt sogar die Möglichkeit, noch an den Farben zu ändern. Es gibt es nochmal in OD, in TAN. Und ihr habt ja auch gesehen, es werden verschiedene Größen wahrscheinlich rauskommen. Also wem das hier noch zu klein ist, sollte mal warten, bis es diese 22 Zoll Version gibt. Utopisch groß. Also ich finde persönlich diese Variante hier, die 11 Zoll Variante mit dem Klappschaft, immer noch am besten. So, das war es von mir gewesen, Bruce BB2K Airsoft Channel. Ich hoffe, euch hat das Review hier Spaß gemacht. Hat einer von euch da draußen schon diese Flinte und kann Erfahrungen unten in den Kommentaren uns mitteilen? Denn immer zu, schreibt alles rein. Ich denke mal, für all diejenigen, die noch so ja, die letzten Antworten suchen, die können da
Hilfe finden. Dafür sind wir da, dafür seid ihr da, dafür bedanke ich mich auch nochmal an dieser Stelle, denn ohne meine Community, ja, wäre das nur ein, ja, 50% Kanal. Ihr macht die anderen 50% aus und das feiere ich total ab. So, genug geschleimt, ja, kommen wir zum Schluss. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Euer Bruce. Bis zum nächsten Mal.